Seit Anfang April 2016 hat der Bauernladen in La am neuen Standort Stadtplatz 18 geöffnet. In dem nun größeren Geschäftslokal werden viele Produkte heimischer Landwirte zum Verkauf angeboten. 25 Landwirte aus der Region haben sich zum Verein Bauernladen neu formiert und bieten nun ihre Erzeugnisse aus heimischem Anbau an. Herr Krickl, Sie sind der Obmann des neuen Vereins Bauernladen hier in La. Den Bauernladen an sich gibt es ja schon länger. Wer ist jetzt bei diesem Verein dabei? Wir haben 25 Mitglieder, aber ich kann jetzt nicht alle Namen aufzählen. Es sind ein paar auf den Wänden aufgeklebt oder mit Fotos präsentiert. Ja, so schaut es aus. Und wir haben auch Zulieferer und vielleicht werden es noch 15, 20 Mitglieder mehr. Wir haben zum Beispiel Eingemachtes, wir haben auch Fleisch. Ja, Fleisch gibt es auch auf Vorbestellung, weil das kommen ein paar Händel, die werden auch immer vorbestellt oder später in Weihnachten Gänse oder von Wolfram die Buten. Das Rindfleisch haben wir sowieso da, von Laufen Oberenza zum Beispiel oder von Fritz Zebu das Rindfleisch. Dann haben wir Schweinefleisch von Ekel aus Eichenbrunn. Wir haben Brot da, wir haben Schnaps da, wir haben Likör da, wir haben Weine da. Wir haben Ziegenprodukte da, Milch, Kuhmilch, Ziegenmilch. Es gibt auch Kürbisöl, Kürbiskerne, wir sind ja alle Kürbisbauern. Den Spargel haben wir momentan frisch, demnächst kommen auch die Erdbeeren. Ja, es tut sich einiges. Ja, du bist Obmann, Stellvertreter des neuen Vereins Bauernladen hier in La. Warum habt ihr euch grundsätzlich entschlossen, in dieses neue Lokal zu übersiedeln? Also wir haben einfach einen Standortwechsel deswegen gewählt, weil wir mit dem Weltladen gemeinsam einen neuen Standplatz, das natürlich auch besser ist für die Kunden. Und wenn man sieht, dann ist es viel schöner, viel luftiger, viel angenehmer einzukaufen. Ne? Und was uns auch wichtig ist, wir haben viel mehr Platz, also regionale Lebensmittel zu platzieren. Also wichtig, Lebensmittel deswegen regional, weil es einfach dann, man muss es nicht weit hin und her bringen, hin und her fahren, sondern das ist direkt aus der Region Land und La. Familie Fritz aus Wilden-Thürnbach ist einer der vielen Lieferanten bzw. Mitglieder des neuen Bauernladens hier am Stadtplatz 18. Welche Produkte liefert ihr hierher? Also ich mache selber Sirupe, selber Likör, wir haben Leberpasteten drinnen, unser eigenes Rindfleisch, auch Rindfleischprodukte und seit neuestem auch die Mehlspeisen. Mhm. Seit wann seid ihr beim Bauernladen dabei? Seit 2012. Also da haben wir angefangen zum Liefern und seit heuer sind wir Mitglied. Der Verein Bauernladen ist nämlich neu. Wie habt ihr euch bis jetzt so hier im neuen Geschäftslokal und auch im Verein zurechtgefunden? Ja, eigentlich relativ ganz gut. Wenn wir herzlich aufgenommen sind, weil wir viel Neuche eigentlich dabei sind. Anfang April wurde eröffnet. Wie läuft es jetzt so bisher? Ja, nicht schlecht. Also es passt schon so für uns. Sie haben heute etwas angeliefert. Was war das Köstliches? Eine Boldischnitte hat es heute gegeben, dann Nussecken und Bovidelbuchteln. Frau Krickl, Ihre Produkte sind ja eigentlich gar nicht mehr vorzustellen. Man kennt Sie ja im Land um La sehr gut. Was gibt es jetzt aber genau von Ihnen hier im La-Bauernladen? Also meine Gurgelspezialitäten gibt es. Dann gibt es Sauerkraut, sehr gutes Sauerkraut, was sehr gerne angenommen ist. Dann im Sommer gibt es das Gemüse wie Gurken, Kraut, Karotten, Dille und Kürbisse. Die Aufstriche mache ich seit neun und Kuchen mache ich und ein bisschen Gebäck. Sie haben noch viele Aufgaben mehr hier im La-Bauernladen. Ja, ich tue die Plakate, wenn Plakate notwendig sind, tue ich gestalten. Dann das Geschäftslokal tue ich mitgestalten, also nicht alleine mitgestalten. Und Ideen bringe ich ein, wenn Neuerungen sind wie Suppentage oder andere Spezialitäten, was im Laufe des Jahres sind. Jetzt seid ihr seit Anfang April hier im neuen Geschäftslokal. Wie habt ihr euch bis jetzt eingelebt? Also ich bin sehr froh. Ich war zuerst sehr skeptisch, weil wir den Platz geliebt haben da drüben. Aber jetzt denke ich, dass das ein super Punkt ist mit den zwei und mit dem Weinstein. Also diese drei Lokale, glaube ich, machen einen schönen Mittelpunkt hier im Stadtkern von La.
Wer verstärkt euch im Team hier vor Ort und wann habt ihr geöffnet? Wir haben drei Damen im Team, die Angela, die Birgit und die Uli. Und die teilen sich einfach dann die Tage, sind jeden Tag da. Montags ist nachmittags geschlossen, wobei wir dann je nach Frequenz und Einkaufsverhalten anstreben, den Montagnachmittag auch zu öffnen. Samstag ist vormittags geöffnet.